Hört ihr das? Endlich flüstern auch sie wieder. Die Bänke beim Schermbecker Bankgeflüster sind zurück und bringen eine ordentliche Portion Charme in den Ort. Die Werbegemeinschaft Schermbeck hat zu dieser wundervollen Veranstaltung gerufen und wir waren hautnah dabei, um euch von den magischen Momenten auf der Mittelstraße zu berichten. Von schlicht bis extravagant. Die Geschäftsleute und Vereine haben ihrer Kreativität freien Raum gelassen und die Bänke in wahre Kunstwerke verwandelt. Man konnte alles bewundern. Von liebevoll dekorierten Sitzgelegenheiten bis hin zu üppigen Vorgärten, die jedes grüne Herz höher schlagen ließen. Es war ein Fest für die Augen. Wir haben ein wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Heute am Samstag haben wir Sonnenschein, morgen wird es auch ganz gut sein. Das freut natürlich und lädt ein, Schermbeck mal wieder zu besuchen. Das Besondere sind die Bänke. Jeder Händler, jeder Verein kann diese Bänke so bespielen, dass es so aussieht, wie er das gerne hätte. Das heißt, der Schuhladen macht es sicherlich anders als ein Friseur oder wir als Einrichter anders. Zusätzlich haben wir noch alte Schulbänke wieder aufleben lassen. Das Thema sind die Bänke und Zusammenkunft. Auf Bänken kommt man zusammen. Die komplette Mittelstraße und auch einige Seitenstraßen wurden von den flüsternden Bänken in Beschlag genommen. Es war schön, den Ortskern so belebt zu sehen. Es ist, als ob die Bänke ihre Geheimnisse mit uns teilen wollen. Ein wahrhaft zauberhaftes Spektakel. Natürlich hatten die Geschäfte ihre Pforten geöffnet. Denn das Bankgeflüster allein sorgt noch nicht für den vollen Genuss. Die Besucherinnen und Besucher konnten gemütlich durch die Straßen schlendern, nach Herzenslust shoppen und sich in fröhlichen Gesprächen verlieren. Und für die Feinschmecker unter uns bot sich eine Weinprobe beim Feinkostladen Olio e Vino auf der Mittelstraße an. Oh la la, da blieb kein Gaumen trocken. Ein Schlückchen hier, ein Häppchen da. Das Bankgeflüster machte Lust auf mehr. Aber das war noch nicht alles. Parallel zum Bankgeflüster wurde bereits am Freitag der Schermbeck Beach eröffnet. Ein Name, der vielen noch in bester Erinnerung ist und die Vorfreude ins Unermessliche steigen ließ. Ein buntes Programm erwartete die Gäste und sie wurden mit angenehmen Temperaturen, sommerlicher Musik und einer Prise Urlaubsflair belohnt. Da war es fast so, als würden die Bänke selbst den Sand unter den Füßen spüren. Das Schermbecker Bankgeflüster und Schermbeck Beach waren unvergessliche Veranstaltungen, die Besucher mit der faszinierenden Welt des flüsternden Holzes und einer wunderbaren Urlaubsatmosphäre verzaubert haben. Vielen Dank an alle, die mit ihren Charmen dazu beigetragen haben, diesen Ort zu einem echten Highlight zu machen.